Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei Walheim. Wir sind wieder zusammengekommen, um halt entsprechend unsere kleine Insel weiter zu erkunden. Und warum ich jetzt die Wand schlage, tut sich mir nicht auf. Wir haben ja letzte Folge einiges getan am Haus. Wir haben jetzt ein wenig hier unser Haus erweitert. Wir haben jetzt hier solche Vorratskisten aufgebaut. Hier war unsere, ja, sage mal, Trophäensammlung. Hier unsere Klassen, ja, Geld und so Wertvolles wie diese entsprechenden Schilderlingsteine. Und gehen wir mal runter und schauen wir uns an. Hier sind unsere klassischen Essensvorräte. Haben wir noch genug Platz, wie das so aussieht? Holzmäßig brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Beides sieht auch noch gut aus. Komm, den einen schmeißen wir noch rein. Hier dürfte dann eine leere Kiste sein. Hier ist noch Holz. Packen wir mal weg hier mit. Und ja, wir haben angefangen, Kupfer und Sachen zu schmelzen. Und hier sind wir weiter mit Steinen. So, und die Kisten setzen wir noch um. Das wird auch noch erfolgen. So, jetzt sieht es so aus, dass wir uns wieder ein wenig mit Essen versorgen müssen. Ja, wir haben nur noch die Erdbeeren da. Ah, gut, jetzt haben wir ja Platz für die Erdbeeren, also können wir die teilweise da oben reinpacken. Es sollte also kein Problem sein, die da oben heinzuhauen. So, was wir auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen werden, ist ein bisschen Honig. Den nehmen wir komplett mit. Und unser Fleisch. So, nehmen wir zwei oder drei. Ja, komm, nehmen wir vier mit, weil ja, wir werden ja gleich essen müssen. So wie es aussieht. Unser Werkzeug ist okay. Mehr sicherheitshalber. Schauen wir nochmal nach. Ja, noch nicht ganz, aber. So, und das war ja, glaube ich, das Ziel, dass wir uns noch eine zweite Hacke bauen. Ne? So, die Hacke war, was brauchen wir da nochmal? Die Geweihspitzhacke 1 und 10. Gut, okay. Wobei können wir die upgraden? Die Geweihspitzhacken, ne, die ist schon auf 3. Also gut, dann nehmen wir noch einen von diesen knuckeligen Geweihdinger damit. Und ja, der war, glaube ich, hier wunderschön. Und noch 10 Holz dazu. Und auf geht es mit der Erweiterung. So, 10 Holz. Eben haben wir noch gehabt. So, da haben wir noch ein zweites Werkzeug dabei. Aber wir brauchen natürlich logisch ja. Von mir rüber, Geweihspitzhacke. Aber wir brauchen natürlich Kupfer und Zinn und solche Dinge. So, wenn ich das upgraden möchte, was brauche ich da schon? Für die Hacke, die eine Hacke haben wir schon. Das ist auch ungünstig. Mal lege ich mal kurz diese fertige Hacke hier rein. Und schauen wir, was jetzt passiert mit dem Upgrade. Ach Gott, was schaue ich dann? Ich brauche ja, die Hacke ist ja, nee. Die Hacke geht nur auf 1. Guten Morgen. So, und dann geht es auf den Weg Richtung Kupfer. So, dann schauen wir mal rüber, wo hatten wir Kupfer gefunden. Markiert haben wir ja einiges hier in dem Bereich. Also müssen wir wieder ein bisschen laufen. Meine Erdbeeren nehmen wir jetzt keine mit. Das Reh lassen wir auch mal leben. Und ja, das machen wir jetzt, holen wir so viel wie möglich an Zink und ja, essen einen Honig, so schön Kalorien auf der Nahrung, mein Zwieging, ja, braucht man das auch. Komm, lass mich doch in Ruhe, du Wildwutz, aus der Angst oder was? Ja, doch nicht. Wo ist er? Wo ist er? Kommst du noch? Jawohl. Ach nein, jetzt schon wieder so ein Graukopf. Willst du auch mal drauf haben? Ich bin jetzt gerade geladen, du Bäuling. So, den haben wir. Haben wir noch richtig? Ja. Ja, es wird Zeit halt. Pilze nehmen wir immer noch mit, ne?
Ja, ich bin gespannt, wann das Update kommt. Was da noch alles auf uns zukommt. Erdbeeren. So, wir sind relativ gut am Kupfer. Hier vorne müsste der Kupferberg gleich kommen. Ob es unser erster Kupferberg ist oder der zweite, das weiß ich schon nicht. Da vorne ist er. Ja, da vorne ist doch so eine kleine Mauer-Ding da. Alla, hopp, dann wollen wir mal ein bisschen gucken, ne? Ach, jetzt war wieder ein Fäuling da. Habt ihr gesehen? Guten Tag. Was du wollen? Du wollen hauen, du bekommen hauen. Ups. Ne? So. Ich habe ihn aber gefragt, was er will. Ihr seid meine Zeuge, wenn die Staatsanwaltschaft auf mich zukommt. Oder die Wikinger-Anwaltschaft oder so. Genau. Na komm, was ist denn das für ein Kupfervorkommen? Er hat jetzt einen ausgeruht. Und ich nehme mal unseren Kollegen Alfred mit ins Boot. Dann geht es ein bisschen schneller. Ja. Es ist dann so, dass wir hier auch, glaube ich, schneller regenerieren. So rum war's. Ah, nicht schon wieder. Kann ihr mich denn nicht einfach mal in Ruhe lassen? Geht das nicht einfach mal so? Und Crawling, auf geht's. Einfach nur mit um ihn ein wenig schlagen lassen. Das ist ungerecht. So. Der Ast vor mir. Der stirbt natürlich die Sicht. Gut, dann gehen wir sie näher dran. Damit ihr auch was sieht. So, und seht. Der Dialekt. So schön wie er ist. So, auf geht's. Ja, das erste, was wir machen, ist dann Leibgold. Aus Bronze. Ich freue mich auf das erste Boot, was wir bauen werden. Erst 3 Stück. Gut, dafür geht wenigstens der Skill hoch, das Hacken. Man hat ja sonst nichts vom Leben. Tada. 5. Meistens bekommt man so 20. Oh, das war ein guter Schlag. Wir haben 4 Stück auf einmal bekommen. Bisher haben uns keine Fäulinge erwischt. Das ist jetzt mal eine wenig überraschende Situation. So, dann schmeißen wir mal die hier raus. Sie brauchen im Moment nicht, ne? Wir nehmen nur Gewicht und wahrscheinlich auch dann ein bisschen Kraft weg. Ah, ich versuche mal so eine gerade Zahl zu bekommen. Ja, 11 haben wir. Ja, das ist ja ziemlich gut, weil ich bedenken habe immer, dass er so kleiner Troll kommt. Wobei der Begriff klein natürlich untertrieben ist. Ja, und jetzt ist die eine Hacke dicht. Oder so. Ey, gar kein schlechtes Redewort. Die Hacke dicht. So. Und ich esse. Es gibt Mucki. So, wir haben noch Kupfer eins bekommen. Dann schauen wir später, ob er nach unten drunter ist. 13 Unglücksfallen. Das Gewicht haben wir noch genug. Blei ist 300, das passt schon. Ich bin irgendwo froh, dass wir ein bisschen ungekürzt sind im Moment. Oh ja.
Wir erwähnen, es soll ein Update kommen, alle Spiele. Und ja, wie sagt man das schon? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es steht noch nicht sicher, ob, oder ist noch nicht sicher, ob alles dann komplett neu gestartet wird, dass also dann alles, was gebaut wurde, weg ist. Ja, haben wir mal der Dinge. Ihr erwähnt, die einen erwähnen ja, die anderen sagen nein. Gut, die Dinge sind, wie sie sind. Ändern können wir sowieso nichts. Aber ich vermute, dass mir die Skills und eventuell auch das, was man im Rucksack hat, behalten kann. Dann packe ich nämlich dann Werkzeug und solche Dinge rein. Und ja, mal schauen. Kommt Update, kommt Rad. Ja. So, und dann die Steine wieder raus. Ja, sieht gut aus bisher. Und verhältnismäßig ruhig. Das ist schon mal gut. Aber gleich ist das Werkzeug kaputt. Und der Eike ist auch gleich kaputt. Also der Booster. Das ist ja bald nicht mehr ausgeruht. Ja, man merkt schon, dass er ein bisschen langsamer wird. Na gut, jetzt sollen wir mal gucken, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Das ist faszinierend, dass wir noch, also schön natürlich, dass wir keine bösen Rolle unter uns haben. Wahrscheinlich dreht uns um und er lächelt mich an. Was macht man da? Wir drehen uns einfach nicht um. Das sieht gut aus. Bis zu 200-300 können wir ja laden. Ja, Erdbeeren und Honig weg. Das sieht so aus, dass gleich auch unsere Axt sich verabschiedet. Korrigiere die Hacke. So. Habe ich noch Platz? Kann ich noch was hauen? Ja. Jetzt ist es zerbrochen. Also haben wir zwei kaputte. So, das bedeutet jetzt wieder, dass wir die ja anwischen. Genau. Bitte. Ist aber relativ viel, wir haben 21 bekommen. Machen können wir jetzt eh nichts mehr, außer wie viel Platz haben wir noch? Ach, haben wir nämlich viel. Komm, das machen wir uns keinen Stress. Und Erdbeeren weigere ich mich jetzt zu holen. Es war eine gute Idee, dass wir diese entsprechenden zweite Hacke mitgenommen haben. Ich freue mich auf das Herstellen von Bronze und Steine weg. Er läuft sich ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Doch, er läuft sich schneller. Man sieht's. Oder nicht. Egal. So. Ein bisschen verlaufen. Wir müssen noch eine Wildsau finden oder ein Reh finden. Genau, das nehmen wir dann noch mit. Zum Beispiel dieses arme Hirsch hier. So. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Muss ja höflich sein, ne? Gucken mal, ob wir Glück haben, dass wir hier. Gut, haben wir noch Platz? Ja, wir können ein bisschen Holz holen. Weil wenn wir schon hier sind, dann haben wir auch gerade Holz mit. Wir bauen ja wieder viel Kohle, ne? Wow, geh weg, geh weg! Die hätten mir beinahe weh gemacht. Habt ihr das gesehen? So. Was macht der Hirsch? Super. Ja, der war dann ein wenig zu kurz, ne? Ich fühle mich nicht länger ausgeruht, ja, das stimmt. Es ist ja Sonntag. Bleibst du da? Jetzt rollt er zurück. Achtung. Ja, was sag ich? Aua. Also, wirklich. So, noch sexy. So, ein bisschen Holz haben wir noch mitgenommen. Und heim geht's in die gute Stube.
die wir noch erweitern müssen, natürlich, das ist klar. So, dann haben wir schon welches Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das war's. Gut, und dann die Tür. Und Leparatur. So, dann können wir wieder aufpassen. Halt, wir wieder aufräumen, ne? Halt, haben wir noch Kohle im Kohlemacht-Ding da. Gut, aber gleich. 15. Das heißt, wir brauchen noch Holz. Aber erstmal räumen wir mal ein bisschen auf. So, jetzt haben wir so gut aufgeräumt, dass ich nicht mehr weiß, wo was ist, ne? So, da war unser Futter. Und hier war das Futter. Dann haben wir da oben nächste Mal Kohle drin, das ist gut. Die stecken wir dann an der Seite rein. Und genau. Die Schmiede haben wir ja schon, das ist schon mal gut. Und jetzt gucken wir mal, was hat man als erstes gebraucht? Erstmal die Bronze-Spitzhacke, da brauchen wir 10 Bronze. Oh je. Yeah. Das ist natürlich ein bisschen viel, ne? 18, 7 Bronze, das könnte ich gar nicht. Das geht hin. Wer? Ja, genau, 2 Creme. Oh. Weiß eigentlich egal. Warten wir mal ab, wenn sie fertig sind. So, wo habe ich jetzt dieses Sandzeug hingepackt? Wer Ordnung hält, sucht nicht. Da haben wir das hier. Dann haben wir hier noch was. Und wir haben da hinten noch das da. So, und da oben, das ist eine Trophäe. Die kommt in unsere Trophäenkiste. Ich glaube, das war die, genau, die rechte. So, und dann haben wir eigentlich nichts mehr. Wir können noch was essen natürlich. Ah, hier schmeißen wir noch ein bisschen. Brauchen wir nicht. Ja, so ein Hals rein. So, wahrscheinlich, wenn ich jetzt loslaufe, wird es wahrscheinlich dunkel werden, ne? Das wird ein Problem geben. Kommt ja erstmal noch perfekt, fertig. Ja, komm, das machen wir heute nicht mehr. Mal gerade mal hier so ein bisschen. Genau, so wieder Holz, ne? Die Steine machen wir, ach, die Steine. Kupfer machen wir noch hier rein. Und der Kupfer war. Wo war der Kupfer? Hier. Aber wir haben noch Zinn zu schmelzen, ihr seht das. Dann machen wir das auch. Eigentlich egal, was man zuerst schmilzt, ne? Da haben wir uns wandelt, die Kohle wäre drin. Und ja, dass man nicht so viel auf einmal mitschleppe, schmeißen wir gerade das Motto hin. Wird uns schon nicht weglaufen. So, jetzt habe ich aber die Möglichkeit, 3 passt. Und jetzt brauche ich, es reicht, das gibt's nicht. Jetzt reicht uns nämlich der Zinn nicht mehr. Und ja, mal gucken wir mal. Auch der reicht natürlich. Denn jetzt Bronze herstellen. Und nochmal Bronze. Und nochmal Bronze. So, und Bronzenägel. Nehmen wir auch mal welche her. Weil da können wir nämlich jetzt bald. Ja, die kleine Karte kann man bauen. Mal kann ich jetzt schon das Ding hier bauen. In Wagen. Wagen, wo bist du? Genau. Er hat sich versteckt. Erschien hier ist der Wagen, da brauche ich 20 Holz. Gut, dann kann man nämlich erheblich mehr mitnehmen. Und das ist, meine Herren und Damen, mega gut. Wir schmeißen erstmal dieses alte Holz weg. Ja, der passt da erheblich mehr rein. Und ja, nennen wir mal irgendwo sinnvoll, ne? Wie viel Holz habe ich? 10. Dann laufe ich am Holzding vorbei. Ah, eine Speicheraktion. Wir haben gespeichert.
So, jetzt brauchen wir noch das Holz. Ich finde es schön, wenn man aufräumen kann, ne? Das ganze Holz hier weg ist. So, und jetzt können wir uns den Karre herstellen. Den Wagen herstellen und wir können ja mal gucken, ob wir das Wildschwein noch bekommen. Ah! Komm, spar mir den Pfeil. Und der Wildwitz. Noch einer. Und der Doppelwildwitz. Aber nichts zu essen. Ja, hier werden wir später dann so eine kleine Wildschweinzucht aufbauen. Wie züchtet man Wildschweine? Ja, einfach so, ne? So, und dann mal gucken, dass wir unseren Karre herstellen. Wunderbar. Herzlich willkommen in, ja, auch in unserer kleinen Ministadt. Da passt jetzt schon ein bisschen mehr rein, ne? Ihr seht das. So, dann mal gerade mal schauen. Ich habe noch Kohle und das hier. Das heißt, wir schmelzen jetzt heute Nacht. So, Kohle ist weg. Und wie sieht es hier mit aus? Zinn. Brauchen wir auch noch rein. Gut, hier haben wir nichts mehr an Holz. Das heißt, das Holz ist lala. So, dann gucken wir mal hier. Zinn 9. Aber hier oben, Quatsch, Zinn 9. Wir haben jetzt hier noch 2. Das heißt also, wir können jetzt hier, genau. Wir können jetzt noch 3 herstellen. Das reicht nämlich wunderbar für unser erste Bronzeteil. Noch Bronze. So. Und jetzt brauchen wir noch Holz, ne? Gut, wir stellen immer als Bronze gerade her, was gemacht ist. Ist gemacht. So, dann wollen wir mal unsere Bronzenägel ein wenig verstecken, dass keiner dran kommt. So, und dann ja, einen rüber. Und 10. So, was brauchte ich jetzt noch für die erste Bronze-Axt oder Bronze-Spitzhacke? Was mache ich am besten? Die Bronze-Axt, die Bronze-Spitzhacke, Spitzhacke. Dreimal. Nee, halt, wir brauchen ja falsche Informationen. Machen wir erstmal, schmeißen wir noch das hier rein. Haben wir doch auch noch was? Kohle noch? Genau. Wir brauchen ja Birkenholz. Das heißt also, genau, wir werden uns erstmal diese Axt herstellen. So, hier machen wir noch Bronze. Hier, die Bronze-Axt, dann brauchen wir auch nur 2 Lederreste, die haben wir noch. Und 4 Holz. Können wir aber gleich, die auch mal gleich auswerten können. Kommen, nehmen wir die alle rüber. Und hier haben wir auch noch. Ja, das sind auch noch welche, 13, die schieben wir mal kurz darüber. Die da auch noch da rein. Dann gehen wir das ganze Zeug, was wir schon geholt haben, wieder weg. Das geht schnell. Und der nächste. Wir schmelzen. Oh, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Denn wir bauen uns jetzt hier, was brauchen wir noch? Bronze. Habe ich die Bronze drin gelassen, nicht Nasebär. Ja. So. Bronze habe ich keine. Dann kommt die hier rein. Und 8. So, mal gucken, wie hat man Bronze zum Aufwerten. So. Die Bronze 8 ist meine. So. Wunderbar. Neuer Gegenstand. Oh, brauchen wir jetzt noch 4 von denen. Gut, das schaffen wir noch, aber es geht nicht. Wir brauchen erst diese Stufe 2. Ist aber auch nicht so dramatisch, denn wir können jetzt hier, ihr seht, das Ding hat, ne, wo haben wir eine Kraft hier? Das sieht man mit nicht, das ist nicht so gut. So, und so. Haben wir nichts mehr zum Rindstecke? Wo haben wir doch noch? Eine falsche Seite. So, und dann brauchen wir wieder Holz. Das nehmen wir jetzt unter Weg, da brauchen wir jetzt noch zu weit stressig. So, jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Axt auf 1 legen und jetzt können wir auch die erste Birke holen. Das gibt dann solches ja, Edelholz. Ja, jetzt geht's.
Mit dem Baby funktioniert's. Ja. Dann können wir die ersten Möbel herstellen. Wir brauchen auch hier noch dieses Zeug für ja, fürs Boot und solche Dinge. Ihr seht auch, dass die Geschwindigkeit ein bisschen größer ist. Wir schon Edelholz haben. Wir haben es ja mal, glaube ich, irgendwo gefunden. Ist es jetzt nicht so dramatisch, dass man jetzt Fleisch sieht hier. Ja, komm schon. Du kriegst mal auf die Nase. Habt ihr gesehen? Mit einem Schlag waren sie weg. Ja, so eine Axt macht schon was aus, ne? So, aber eins ist sicher. Wir werden jetzt ein wenig schlafen gehen. Genau, wenn es hell wird, kann man nicht schlafen, dann sind wir nicht ausgeruht. So, dann hoch. Und ein. Und das Schönste am Tag. Wir schlafen. Ich hoffe, dass ihr mit mir die Nacht genießt. Ich schnarche jetzt nicht. So, die Sprösslinge. Gut, jetzt haben wir das schon wieder. Und gucken wir mal rüber. Jetzt können wir schon ins Erste. Ja, wir können jetzt hier schon oben, machen wir gerade, so einen kleinen Stuhl bauen. Der erhöht dann unsere Gemütlichkeit oder unser Unterkunftswert, ne? So, ein Stuhl oder, ne? Komm, bau mal einen Stuhl. Und da kommt die Setmone ans Feuer, ne? Sieht ein bisschen besser aus, ne? So ein bisschen. Ja. Jetzt müssen wir gleich die Gemütlichkeit auf 5 hochgehen. Oder schon auf 6, wunderbar, weil die Kombination stimmt. So, dann, ja, nächster Schritt. Wir haben so viel Holz, das heißt, das Holz packen wir mal kurz weg hier. Das Spezialholz. Wir haben noch 3 Fontainer. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr rein, oder? Lass uns mal schauen. Wir haben keine Kohle mehr, das ist nicht gut. 1, 2, 3. Oh, aber das ist jetzt schon mal weg. So, da sind wir auch wieder sauber. Und gut. Update. Wir haben das hier. Wir haben noch, wir können jetzt noch 4 herstellen. Das heißt, wir kriegen noch 2 Bronze zusammen. Das ist auch schon gut. Ja, da müssen wir auch immer hier. Oh, wieso kriege ich keine mehr her? Ah doch, Bronze her. Moment, ich will noch Bronze. Ach, was machst du denn, du Kasper? Ich muss ja, hab ja schon Bronze. Aus Bronze, Bronze herstellen ist nicht so gut, ne? Da haben wir Kupfer, das wollte ich haben. Und Kupfer, 3 Stück, das machen wir rüber. Bedeutet, wir brauchen eigentlich nur 1 wegzunehmen. So, und dann können wir das hier lassen. Und hier tun wir auch, die brauchen wir nicht. So, und dann lassen wir das hier. Dann können wir noch 1 Stück Bronze herstellen. Ach komm, das ist die Bronze. So, hier haben wir es ja. So. Gut, jetzt haben wir Butter bei den Fischen. Wir haben 6 Bronzen. Wir haben noch einiges an Zink. Das reicht natürlich nicht aus. Das heißt also, ihr ahnt es. Es wird was Gutes gegessen. Und wir begeben uns auf den Weg. Werkzeug ist alles fertig. Wir haben auch 2 Bescheid. Gut, dann nehmen wir den Kader. Na, wirst du wohl. Na. Warum bist du denn so weit? I am in the right position, du Nas. Und wie das nicht an? Genau. Ja. Warum macht er das jetzt nicht? Aha.
mir das mal jemand sagen? Gut, dann schieben wir mal kurz woanders hin. Und von hinten anziehen, ne? Auch nicht. Und es regnet. Und ich weiß jetzt nicht, warum man den Papa nicht nimmt. Ja, das hat jetzt wehgetan. Jetzt geht's. Naja, wer wird diese Wander machen? Ja, mach mal zwei Türe auf, ne? So, kann ich die Türe hier zumachen? Kann ich das so auch so reparieren? Ja, gut. Wir sind nass und ausgeruht. Gegessen haben wir was. Dann sage ich jetzt einfach mal so. Genau, das sage ich. Ja, anders hingeht. Oh oh. Wir müssen sie schnell kaputt machen. Unser Eigtier ist auch wieder bereit unter links. So, ich würde vorschlagen, ich laufe jetzt dahin und mach mal ein paar Aktionen im Kupfer holen. Und falls was passiert, hole ich euch wieder dazu.